Wunderschönes Wetter haben wir heute. Ja, der 15. März 2021. Wir sind beim Freistaat in Sulzemoos. Und da steht es, ja, ein Iveco Daily 4x4 Allrad. Ja, der Serienallrad ist schon höher, aber was für ein Allrad drin ist, werde ich gleich mal erfahren vom Kai. Der kommt aus der Nähe von Starnberg und erste große Reise. Ihr seid mit dem Einkaufswagen hier, habt euch ein bisschen eingedeckt. Genau, das ist jetzt die Erstausstattung gerade und dann soll es demnächst losgehen. Ja, ganz, ganz tolles Fahrzeug, 4x4. Das heißt, man kommt damit wirklich fast überall durch, ja? Ja, das ist so. Man sagt ja, das ist der kleine Unimog und der ist schon hochgeländegängig. Ob wir das jetzt bis ins Letzte ausreizen, das weiß ich noch nicht, aber er scheitert zumindest nicht an kleinem Gelände. Ja, der kommt auch aus Bayern, der wird hier in Bayern gebaut? Ja, der wird im Allgäu gebaut, in Isny, bei der Firma Explorix. Und ja, ich würde mal sagen, das sind die, die das auf der Daily-Basis wirklich sehr, sehr professionell machen. Ja. Möglicherweise sogar die, die es am besten machen. Ja, das Fahrzeug ist recht kompakt. Die Länge 6 Meter? 6,20 Meter, genau. 6,20 Meter. Ist das denn so, dass viele sagen, so bis 6 Meter so ein Expeditionsfahrzeug ist natürlich gut, aber die 20 Zentimeter weniger, die fehlen einem dann, oder? Man kommt natürlich immer mit weniger klar, das geht auch, aber es ist vom Schnitt her so, dass man alle Bereiche gut nutzen kann. Es ist ein vernünftiges Bad drin, es ist eine vernünftige Sitzgruppe drin, im Eickhofen kann man gut schlafen, also ja, es ginge wahrscheinlich auch mit 20 cm weniger, aber so ist er halt optimal. Ja, jetzt im Prinzip in der heutigen Zeit bleibt es erstmal in Deutschland jetzt erstmal, die nächsten Tage? Ja, jetzt müssen wir mal sehen, ob wir aus Deutschland rauskommen. Erstmal bleiben wir in Deutschland und dann tasten wir uns erstmal Richtung Europa vor. Und gut, die ganz ferneren Reisen, das wird wahrscheinlich mit Corona noch ein bisschen brauchen. Ja, das Ganze kann man unten hochklappen, dann ist natürlich der Rampenwinkel höher, der Böschungswinkel. Genau, genau. Sandbleche sind schon da. Die sind schon da, genau. Ja, die sind aber auch entsprechend notwendig, je nachdem, wo man hinfährt. Da oben, da ist jetzt ein Print drauf. Da ging es nach Afrika. Der war schon in Afrika? Nee, der war noch nicht in Afrika. Also der ist zwar von 2018, aber bisher relativ wenig gefahren und auch nicht im Gelände gefahren. Also insofern steht er da fast wie neu. Das ist schön gemacht hier mit dem Stahl hier hinten. Ist das Stahl oder Alu? Das ist Alu, oder? Ich meine, es ist Alu, ja. Man weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall ganz... Das könnte auch Edelstahl sein. Könnte auch Edelstahl sein. Da ist der Fahrradgepäckträger drauf. Den kann man nicht runterlassen. Allerdings, selbst ist der Mann. Das heißt also... Ja, genau. Also gut, da stehen zwei Mountainbikes drauf. Die sind jetzt nicht so schwer. Das kriegt man da gerade noch drauf. Kriegt man drauf, ja. Da vorne ist er. Ja, ein ganz, ganz tolles Konzept. Man sieht sie nicht so oft, muss man sagen. Also es ist ja unglaublich viel. Der Campingboom ist ausgebrochen. Aber ihr wollt dann wirklich freistehen hauptsächlich, oder? Ja. Ja gut, die Fahrzeuge sind ja dafür ausgelegt, dass sie nur wirklich, dass man autark damit unterwegs sein kann und nicht ständig einen Campingplatz anlaufen muss. Ja, ganz, ganz tolles Detail ist natürlich, dass man hier durchladen kann, von der einen Seite zur anderen. Da ist noch eine Zusatzkassette, habt ihr mit drin, das ist auch sehr interessant. Genau. Ja. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das langfristig bewährt. Möglicherweise steige ich auch nochmal um auf Trenntoilette, aber im Moment ist das mal die Lösung mit zwei Kassetten. Boah, das ist eigentlich auch ganz gut, die kriegt man auch überall. Und, ja, das stimmt. Ich habe gesehen, ihr macht das Ganze jetzt mit Bio, und das heißt ohne Chemie. Ja, genau, wir versuchen das mal. So, da oben die guten Airline-Schienen, das heißt, damit kann man unglaublich viel machen, oder? Genau, genau. Also da kann man viel verzören, mal die Wäsche aufhängen, auch mal eine Markise dran spannen, wie man es braucht. Ich zeige es mal gerade so von der Seite. Die Höhe ungefähr, ich kann mal schätzen, so 3,30 Meter, kommt das hin? Nee, ist ein bisschen mehr. 3,75 Meter. Ich wollte ihn jetzt mal vermessen lassen. Da oben ist noch eine Satellitenschüssel drauf. Echt? Die hat noch mal irgendwie 14 cm gebracht, aber ich glaube, der ist vorne niedriger als hinten, deshalb bringt das wahrscheinlich gar keine Veränderung. Laut Papieren ist er 3,60 hoch. Ja, das Ersatzrad, das ist auch sinnvoll. Viele haben sogar zwei dabei, je nachdem, wo es hingeht. Ja, aber ich denke mal. Die Option ist ja da, das sieht man. Ich könnte noch ein zweites mitnehmen. Aber das langt erstmal eins. Erstmal langt eins, genau. Sehr schön. Ja, der ist gut in Schuss, der ist jetzt 3 Jahre alt. Knapp 3 Jahre alt, genau. Hinten eine Kupplung noch mit dabei. Das heißt, man kann sich dann auch ziehen lassen von der Seite. Ich darf mal kurz reinschauen? Ja, das ist für eine Winde hinten zum Aufstecken. Also für vorne und hinten ist eine Aufsteckmöglichkeit für eine Winde. Achso, ihr habt jetzt auch eine Winde dabei? Mhm. Ich habe eben schon gefragt, ohne Winde manchmal, da kann es schon ganz schön heikel werden. Ihr habt die Euroboxen mit drin, das ist extrem praktisch, oder? Ja, das ist extrem praktisch zum Verstauen. Alles ist rüttelfrei da drin, also das ist schon super. Ja, es darf ja nichts rütteln. Das heißt, also wenn es mal über Eisenbahnschweller geht, mal so 30 Kilometer, das könnte ja mal passieren. Das muss alles richtig fest sein. Genau, Kai, wenn du mal so lieb bist, mal kurz vorgehst. Ja, natürlich. Ich bin ganz
ganz gespannt. Ich zähle mal gerade mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. Aber das Coole ist, du hast hier ein Brett mit dabei. Das heißt, das kannst du rausklappen, damit man nicht abstürzt, gell? Ja, genau. Also man kann es von drinnen dann vollflächig nutzen. Einmal runter, um die Treppe abzudecken. Einmal hoch, um die Arbeitsplatte zu vergrößern. Wow, also es ist, man ist hier wirklich über den Dingen, wenn man hier drinnen ist. Ja, und dann, ich wurde neulich schon gefragt, ob da ein Lift drin ist. Ob da ein Lift drin ist. Also es ist, ich sag mal, das Thema ist jetzt natürlich barrierefrei, ist ein bisschen anders, muss man sagen, oder? Ja, das ist eindeutig so. Aber ist das nicht toll, eine Rundsitzgruppe hinten wie im, ja, Wohnwagen? Ja. Auf der Höhe? Genau. Ja. Also man sitzt da so, dass man im ersten Stock rausschaut dann. Boah, ist das auch schön gemacht hier mit dem Holz. Das ist wahrscheinlich massiv, oder? Das ist massiv, ja. Das ist schon wirklich ganz, ganz tolle Arbeit von Explorix. Das Fenster kann man so mit einem Griff einfach hochmachen. Das ist jetzt kein Echtglas, oder doch? Doch, das ist Echtglas. Das ist alles KCT. Mhm. KCT, okay. Ja. Das heißt, das Fahrzeug ist dann auch wirklich still hier drin. Das heißt, wenn man alle Fenster zumacht, man hört nicht viel von draußen. Man hört nicht viel. Nein, nein. Es ist auch sehr gut isoliert. Also man kann auch im Winter gut unterwegs sein. Ja, das KCT ist nicht ganz leicht, nicht ganz günstig. Also das ist jetzt auch bekannt, dass gerade die KCT, aber es sind die besten Fenster am Markt, also mitunter, oder? Das ist wohl so, das würde ich auch meinen, ja. Ja, und die Rundsitzgruppe, da kann man auch ein Bett draus machen, aber das braucht ihr gar nicht, denn... Nee, wir sind zu zweit unterwegs, aber es gibt immerhin die Option, auch nochmal Gäste zu empfangen. Also wenn die Kinder mal vorbeischauen, dann können sie ja auch mal eine Nacht verbringen. Ihr habt eine wunderschöne Küche, die gefällt mir schon mal direkt. Also ich bin ja ganz großer Kocher und da oben drauf, wenn du mal so lieb bist, dass du mal gerade hochhebst? Ja, natürlich, klar. Also drei Gasflammen und ein Gasofen. Also im Grunde kann man da alles zubereiten, was einem so beliebt. Ja, habt jede Menge Stauraum mit dabei, ein kleines Fenster ist oben drüber, eine Stereoanlage ist mit drin, genau am richtigen Platz, denn eine gute Musik muss das sein. Ihr habt Solar am Dach? Ja, wir haben Solar auf dem Dach. Und Lithium? Nee, noch nicht, aber das müssen wir mal schauen. Das wird wahrscheinlich demnächst nochmal nachgerüstet. Ja, sehr, sehr schönes Detail. Da ist der Kühlschrank, wenn du mal so lieb bist, den mal kurz öffnest. Der ist genau auf der richtigen Höhe, wie man braucht, von Kissmann aus München. So ist es, genau. Das ist wirklich, die kennt man normalerweise aus den Hotels, den teuren, die da drin sind. Kompressorkühlschrank macht richtig kalt. Ja, macht richtig kalt und ist trotzdem leise. Ja, und unten drunter, was ist da drunter? Da ist noch eine Kühlbox drin, eine Gefrierbox. Echt? Stark. Okay, das heißt, du könntest zur Not dein kaltes Bier wahrscheinlich auch einstellen, dass es dann, oder die ist dann richtig kalt. Die ist richtig kalt. Also man kann auch frieren damit. Und du kannst auch Weinflaschen reinstellen hier unten. Genau. Oder halt das, normale Flaschen. Lager, was man so braucht. Boah, das ist schon so. Ich bin hier wahrscheinlich über 3,5 Tonnen, oder? Bei dem Fahrzeug. Ja, deutlich, deutlich. Also zulässiges Gesamtgewicht sind gut 5,6 Tonnen. 5,6? Ja. Okay. Zuladung, was ist da? 600 Kilo. 600 Kilo. Mhm. Gut, das langt ja, oder? Das langt. Wenn man kein Motorrad dabei hat, dann langt das. Ich sehe, dass du schlank bist, ja. Ich darf mal kurz hinten reingucken. Aber ja, selbstverständlich. Also ein schönes Detail sind hier die Sicherungsautomaten. Das heißt, du musst nicht hier irgendwelche Sicherungen tauschen. Die fliegen raus und du kannst sie wieder reindrücken. Ist alles schaltbar, genau. Ja, genau, ist alles schaltbar. Kennt man ja eigentlich nur aus teuren Yachten, also aus dem Yachtbau. Philippi kennt man auch aus dem Yachtbau. Ist aus dem Yachtbau, ja, genau. Ja. Mhm. Und eine Standheizung, eine Dieselstandheizung von Webasto. Ihr habt einen festen Tank, wie ich sehe. Ja, es ist eine fest installierte Flasche. Also man könnte sie theoretisch rausnehmen, aber sie ist betankbar mit dem Außenventil. So, und da habt ihr die Breite, das Fahrzeugbreite ungefähr 2 Meter? 2,15 außen und innen, ja, gut 2 Meter. Und da ist der Fernseher. So, und das heißt, wenn ihr denn abends dann nochmal Tagesthemen gucken möchtet in Nordafrika, dann könnt ihr das machen. Und Leselampen sind mit drin von beiden Seiten. Das heißt, ist das jetzt so ausgemacht, wo jetzt der Kopf ist? Ist wahrscheinlich hier auf der Seite, oder? Naja, eher da, wo die Leselampen sind, oder? Ja, die sind auf beiden Seiten. Die sind auf beiden Seiten, stimmt. Ja gut, man kann täglich wechseln, wie es beliebt und wie man steht vielleicht auch. So schon, ja. Nettes Detail ist hier, man kann hier richtig abschließen. Das heißt also, so die einzige Schwachstelle, was einmal so die Temperatur angeht und natürlich auch das Thema Diebstahl, ist die Fahrhauskabine. Und da kann man richtig zumachen, wenn man auf der Fähre zum Beispiel ist, jemand fährt das Ding. Genau, ist eine Sicherheitstür. Mhm. Ist toll, oder? Super, ja. Man fühlt sich sicher. Man muss erstmal durch die KCT-Fenster reinkommen. Also das wird nicht so einfach sein. In der Höhe ist das erst recht nicht einfach. Ne? Also sinnvoll wäre eine Flex hier, oder? Ja, um dann reinzukommen. Und da ist die Nasszelle. Darf ich hier da mal reinschauen? Die Nasszelle, genau. Hier ist ein. Boah, ist das schön, das Auto. Und hier eine Dusche. Und da riecht man schon das Eukalyptus. Habt ihr schon reingemacht? Da ist es nämlich. Kommt aus Holland. Ja, ganz, ganz tolles System.
Allerdings muss man sich an den Geruch ein bisschen gewöhnen. Es funktioniert, das kann ich definitiv sagen. Ich habe schon mal ausprobiert. Große Dusche. Du bist ein großer Mann, richtig, gell? Ja, genau. Ich gucke mal gerade hier unten. Also das auch nochmal. Also ich bin ziemlich begeistert. Also für die Klasse. Jetzt muss man sagen, diese Reisemobile sind ja nicht ganz billig, aber der Werterhalt, der ist schon phänomenal. Ja, das ist so. Also die haben ja sehr begrenzte Fertigungskapazitäten. Die Nachfrage ist sehr groß. Das Segment ist zwar klein, aber die Nachfrage in dem Segment ist groß. Mhm. Und der Werterhalt ist erstaunlich. Ja, war das schwer, das Fahrzeug jetzt zu kriegen noch? Ja, natürlich. Also das war echt ein Glücksfall. Also ich muss sagen, das war, also insofern war es ein Wink des Schicksals. Ich habe mir den vor einem Jahr schon mal angeschaut und da war jemand anders schneller. Hast du denselben? Genau diesen, ja, genau. Und der hat dann allerdings überraschenderweise einen Bauplatz bekommen, okay. Auch bei Explorix, der Vorbesitzer. Und dann hat er nach einem Jahr ihn wieder verkauft. Achso, da konnte er das Wunschfahrzeug dann kaufen, genau, ja. Genau. Also ist ja auch so, ich sag mal, mit dem Fahrgestell, guter Unterbodenschutz drunter und so weiter, das ist natürlich wintertauglich, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Absolut. Ja, gut. Es ist das kleinste LKW-Fahrgestell auf dem Markt, aber es ist extrem solide, guter Unterbodenschutz, genau, das ist schon wichtig. Ja, also ich bin ganz stolz auf dich, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein tolles Fahrzeug, habe ich so noch nie gesehen. Bad Kissingen, ist das eine Messe, wo du auch hinfahren wirst? Wenn sie denn stattfindet, ja. Sehr schön. Ja, ich habe mit dem Veranstalter gesprochen. Mhm. Also er wird es wahrscheinlich nach hinten verschieben, wird so aussehen. Okay. Also wegen der, ich sag mal, jetzigen Zeit. Aber ich sag mal, da stehen ja nur solche Fahrzeuge und da ist Explorix natürlich handverlesen und ganz selten zu sehen. Ja, komm, wir gehen nochmal raus. Ja. Deine Frau wartet schon, denn es geht ja auf große Reise. Ihr habt es ja nicht so weit, muss man sagen. Ist das hier gut beim Freistaat? Hier so Zubehör kaufen und so? Also sie sind zumindest sehr gut sortiert, man bekommt hier alles an einem Fleck und das ist schon ein Vorteil. Und die sind ziemlich nett, oder? Die sind sehr nett, ja, das ist so, absolut. Gute Beratung. Ja, ich wünsche euch dann noch gute Reise. Danke, danke. Und vielen, vielen Dank für das nette Interview und das tolle Fahrzeug. Ich bin ganz begeistert, denn sowas sieht man selten hier heute am 15. März 2021, ja. Ein Explorix Iveco 4x4 Daily. Tschüss.